Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 31. Kreuzworträtselrunde und der, also insgesamt 31. Und vor allem der 14. Seitdem ich mir das letzte Mal den Bart rasiert habe. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie in den letzten Tagen habe ich das nicht gemacht und dann dachte ich mir, vielleicht sollte ich mal mir einen Bart stehen lassen und zwar so lange, wie ich Rätselrunden mache. Jedes gelöste Kreuzworträtsel erhöht meine Weisheit und wie wir alle wissen, wird Weisheit auch gleichgesetzt mit einem langen Bart. Was sehr frauenfeindlich ist, aber darum geht es jetzt nicht. So, fangen wir doch einfach mal mit dem Rätsel an. Und dann schauen wir mal, ob der Bart dabei wächst. Oh mein Gott. Am Ende sehe ich wirklich so komisch aus. So, was haben wir denn erstmal hier? Ein Weltalter. Ja, das war entweder die Ära oder irgendein anderes. Oder Äonen. Ha, Äonen war es. In dem Fall. Wellenreiter. Wellenreiten ist Surfen. Kann man auch im Internet machen. Man kann auch im Internet Wellen reiten, natürlich. Ja, klar. Brennmaterial. Holf. Natürlich. Es ist Holf. Demzufolge, also, nee. Gucken wir mal. Ungefährlich. Ungefährlich ist natürlich, ja. Ein Ehrgeizling? Ich weiß noch nicht mal so. Also ich vermute, ich ja weiß, was Ehrgeizling bedeutet, aber mit dem einen Buchstaben komme ich noch nicht weit genug. Schicksal. Ist das los? Natürlich, mal wieder. Tschüss ist adieu. Italienisch 3 ist tre. Alt für Sage ist eine Mär. So, Segelkommando. Re. Online-Gaming-Kommando Re. Wird meistens, meistens folgt darauf WB. Schund. Trash. Trash würde rein theoretisch sogar passen, aber ich glaube nicht. Oh. Oh. Aber Trash ist es. Ah, na sowas aber auch. Erstmal veraltete Männerjacke, Samt, nein, kühlendes Getränk ist Eistee, njam, 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 njam. Ah, tschüss ist Cheerio, wie kommt man nur, das ist, okay, also, vielleicht, ich frage mich, was da manchmal durch den Algorithmus geht, der diese Rätsel erstellt. Drehbuch. Haben wir. Einzelmensch. Ein Einzelmensch. Oh, ja, ich bin kein Doppelmensch. Ich bin nur leider ein Einzelmensch. Ein Einfall ist natürlich die Idee. Kraftstoff ist der Diesel in dem Fall. Blutgefäß ist die Ader. Sportlicher Freizeitspaß. Könnte alles Mögliche sein. Privater. Könnte RTL, vermutlich ist NTV jetzt auch ziemlich privat. Okay, der freizeitliche Spaß ist Radeln. Wir hatten das schon mal. Aber wir hatten das schon mal, dass es nicht Rodeln, sondern Radeln war. So, Schornstein ist diesmal nicht die Esse. Poetisch Adler ist Arl. Ja. Vollwertkost. Rohkost? Nee. Geht ja gar nicht. Botanisch Schau, Abkürzung. Buga, Bundesgartenschau, aber das klappt nicht. Sinnesorgan ist das Auge. Sag nicht, die meinen. Das wär's ja auch. Landesgartenschau gibt's auch nicht. Wäre jetzt auch ein bisschen komisch gewesen. Nicht wirklich unreal. So, Gewürzknospen. Weiß ich noch nicht. Es
ist jetzt, es ist die, nee, nicht die Landesgartenschau, nicht Bundesgartenschau. Bundesgartenschau wird, glaube ich, auch eher mit Buga abgekürzt. Englischer Frauenname, Lindsay, ist es nicht. Französisch Osten. Huch. Also wahrscheinlich das ist es nicht. Oh doch, Est. Ist das nicht auch was anderes? Ach, ist ja auch egal. Betreff, Abkürzung ist Betr. So, falsche Richtungen. Irrwege. Tatsache. Ungefähr ist etwa. Windstoß ist Böe. Ja, dann haben wir das Torfbrennmaterial. Demzufolge ist Ergo. Ja, und hier der Ehrgeizling ist dann der Streber. Und ich vermute mal, Leslie ist gemeint als englischer Frauenname. Mir fällt dabei aber Leslie Nielsen ein. Und ich glaube, das war keine Frau. Vollwertkost. Vollwertkost. Ach, das ist gar nicht so einfach. Schädelteil. Stirn. Vollwertkost, natürlich. Kennen wir doch noch den guten alten asiatischen Schauspieler Müsli Lee. So, der Schornstein ist der Kamin. Boah, das geht richtig schnell. Zack, Nelken. Was fehlt mir noch? Ach nee, die alte Männerjacke war das Wams. Gut, dass ich mal Breath of the Wild gespielt habe. Da kommt das Wort nämlich tatsächlich vor. So, damit haben wir innerhalb von gut 7 Minuten das erste gelöst. Jetzt versuchen wir uns mal schnell an unserem. Oh wei, oh wei. Ah, okay, hier weiß ich schon, was da reinkommt für ein Wort, aber das muss nichts heißen. Okay, Bad Homburg. BH. Wer weiß? Form von geben. Gab? Weiß ich noch nicht. Abkürzt. Also hier kommt ein B hin. Ah, okay. Bad Homburg? Da wird das wahrscheinlich. Also anders als HG würde mir jetzt nichts einfallen. Warmer Wind, warmer Aufwind. Ja, ich weiß es gerade noch nicht. Abgrenzung, Grenze ist es nicht. Jahrmarktstand, eine Losbude. Bitte sag mir nicht, das ist wirklich eine Losbude. Japanische Hafenstadt. Ich würde am liebsten Sachen eintragen, weil ich habe gerade, also hier könnte Osaka reinkommen, aber ich habe keine Ahnung, ob das so ist. Abgrenzung könnte zum Beispiel hier auch Limes sein, aber ich weiß nicht, was ist denn die Hauptstadt von Estland? Ah, österreichisch für Aprikose. Das Wort habe ich bestimmt vielleicht schon mal gehört. Oh nein, das ist ja fies hier. Zwei muss man immer österreichisch haben. Also, man braucht zwei österreichische Wörter oder eins von beiden, um da weiterzukommen. Monoton sprechen. Nörgeln? Nein, definitiv nicht. Substanz der Gene ist natürlich die DNS oder die DNA. Da dieser Buchstabe hier ja jetzt nicht unbedingt auf S endet, würde ich hier ein A eintragen. Ja, ich weiß, ich spreche diesmal mehr als ich denke, beziehungsweise mehr aus von dem, was ich denke als sonst. Teil des Autoreifens ist Felgen. Nee. Was soll denn da noch so sein?
Schlauch? Nee, auch nicht. Ein Richtschwur. Eine Richtschnur, meine ich doch. Schönheit Englisch. Da weiß ich dann, was dann der Buchstabe ist. So. Unbestimmter Artikel. Eine. Ja. Genitiv wessen? Euer. Genau. Englisch für Laden ist Store. Damit haben wir schon recht viele Buchstaben. Hier kommt ein T hin, da kommt ein I hin. Irgendwas mit Eid steht in diesem Bereich. Richtschnur. Kleine Reise ist ein Trip. Hier kommt also ein I hin. Eid. I. Das ist die Anode gewesen. Richtschnur. Handarbeitsgerät. Also Maschine würde zwar hinpassen, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass da das ausgerechnet, also dass ein Handarbeitsgerät als Maschine, oder? Nee, geht vor allem nicht, weil hier die Substanz der Gene, hier muss ein N hin. Handarbeitsgerät ist auch kein Werkzeug. Tierkörperteil. Pfote zum Beispiel. Aber nee, hier fängt es mit E an. Wegen dem Store. Also. Ehemalige Sowjetunion. UdSSR. Würde ich jetzt sagen. Könnte vielleicht. Weiß ich noch nicht. Ich bin ja immer noch nicht so sicher, ob hier Osaka reinkommt und hier Limes. Dann wäre nämlich die Hauptstadt von Estland irgendwas mit Sa, SA. Am Anfang. Verbindung zwischen Rechnern. LAN natürlich. Dann haben wir hier den Star. Hier kommt also ein S hin. Hier kommt ein N hin. Fabrikant der Londoner Taxis. BMW? Ich habe keine Ahnung. Nee, hier muss ja ein T hin. Oh Gott, was ist denn das dann? Ich habe wirklich keine Ahnung. Stadel? Ist das eine kleine Kneipe? Nee, oder? Vor allem hier muss ein S rein, also. Ich habe keine Ahnung, was das für eine kleine Kneipe sein soll. Was haben wir denn eigentlich schon für Buchstaben? Wir haben noch nicht so sonderlich viele. Deutsche Vorsilbe könnte ER sein. Unbestimmtes Fürwort. Was haben wir denn noch? Geschäftliches Gedeihen? Wachsen, Wachstum hat man sehr gern. Was hat man denn sehr gern? Monete, nein, klappt nicht. Hat man sehr gern. Liebes. Ja, ich glaube, hier kommt Liebes rein. Teil des Autoreifens. Also E ist hier. Teil des Autoreifens. Ich habe noch eine Weile. Oh, wilder Majoran. Ich glaube. Verdammt, welches Gewürz war wilder Majoran? Also ehrlich gesagt, ich könnte mir zwei Sachen vorstellen, die hier reinpassen würden. Thymian und Oregano. Es ist Oregano, weil das O hier schon feststeht. Okay, das ist ein G. Dann ist das wirklich Felgen. Gesichtsfarbe. Gesichtsfarbe.
Blond. Nein. Hier kommt ein T rein, hier kommt ein N angeblich dann rein. Hier haben wir ein R. Hier ist ein L anscheinend. Ich bin mir noch nicht sicher, was hier dieses geschäftliche Gedeihen sein soll. Und die Gartenblume weiß ich leider auch nicht. Also ich weiß, hier soll wohl ein G rein. Dann machen wir das auch mal. Sind wir jetzt mal so frei? Ich habe ja schon ein bisschen Zeit hier dran gehangen. Ich würde sagen, dann ist hier ein A. Und dann der warme Aufwind. Weiß ich noch nicht. Da ist eine Datei. Die österreichische Aprikose weiß ich auch noch nicht. Könnte das wirklich was sein, was MAR? Marille? Nee, oder? Es wäre zumindest möglich. Monoton sprechen, ist das Faseln? Ich könnte es mir zumindest. Na nee. Labern, vielleicht. Dann würde das R hier auch passen. Aluminium. War das AL? Ja, dann wäre das hier Labern. Genau. Also bisher sieht es so aus, als ob Marille hier vielleicht sogar sein könnte. Machen wir mal das. Dann haben wir hier Gib. Hier haben wir wahrscheinlich ein H. Hier haben wir ein E. Radio Bremen, wahrscheinlich RB. Ja. Dann haben wir also Heb oder Beb. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so stimmt, wie ich das heb und hier. Also ich probiere erstmal die Abgrenzung. Huch, falsche Richtung. Limes. Ist es gar nicht. Limit ist es. Also die Idee war schon richtig, nur so richtig hat es nicht hingehauen. Also. Aber Osaka war richtig. So, ich glaube, die Marille ist dann auch hier. Ja. Habe ich tatsächlich. Gut, dass ich jetzt weiß, dass das eine Aprikose sein soll. Ich hätte an irgendwas anderes gedacht bei dem Wort. Aber das Problem ist halt, es gibt auch Maronen. Nee, wie hieß denn Kastanien? Waren das. Irgendwas war mit Kastanien. So, machen wir erstmal den Star hier. Wie hieß denn das? Hauptstadt von Estland. Wenn ich noch ein paar Buchstaben dazu habe, dann glaube ich, weiß ich es wieder. Tallinn. Das war's gewesen. Genau. Kleine Kneipe. Labern war's ja gar nicht. Leiern. Das war's. Dann passt nämlich auch wieder die Losbude. Ich finde das so komisch, dass ich das jetzt, dass ich das mehr oder weniger aus dem Stegreif hatte, weil ich finde, das ist so. Briesel? Nee. Beisel? Beisel mit. Ah, okay. Hätte ich nicht gewusst. Hätte ich nicht gewusst. Das war geraten. Also Österreichisch kann ich nicht, außer ich habe das zufällig mal in einem früheren Leben gehabt oder so. Ich weiß es echt nicht. Elektrischer Pluspol war die Anode. Wo haben wir denn eigentlich jetzt mal Buchstaben? Natur.
Ah, okay. Ich weiß noch nicht so ganz, was da rauskommen soll. Zieg, Zieg und dann was mit A. Die Richtschnur. Die können wir ja noch irgendwie mal uns. So, was haben wir hier noch? DNA. Tierkörperteil. Routen? Nein, das geht nicht. Es soll ja eine sein. Griechischer Buchstabe könnte Eta sein. Ja. Post. Post ist Brücke im Französischen. Ich habe so keine Ahnung. Ich überlege auch gerade, ob es irgendwo eine bekannte Brücke gibt. Wow, das ist ein Euter. Okay, das Handarbeitsgerät ist wohl dann das Spinnrad. Ja. Musikstil, Rap. Ach so. Ah, Pont. Pont. Ich glaube nämlich, dass das gibt es irgendwo so als Bezeichnung. Poincaré. Was weiß ich? Ich habe keine Ahnung. Leitlinie ist die Richtschnur dann wohl. Ah. So, sie. Sieg. Ich habe immer noch keine Ahnung. Ich brauche die vier. So, Radio Bremen. Und HG ist tatsächlich das. Okay. Signal? Signal mit einem falschen Buchstaben drin? Nee, oder? Ich weiß immer noch nicht, was da gemeint sein soll. Ziegtal ist bestimmt auch nicht das Wort. Gesichtsfarbe hatte ich noch gar nicht. Machen wir erstmal hier Felgen. Die Felgen. Hat ein Autoreifen mehrere Felgen? Wahrscheinlich. Also ich. Das sollte ich lieber nochmal nachschlagen. Also zur Not glaube ich es auch. So, Oregano. Oder sagt man Oregano? Nee, Oregano? Oder sagt man Oregano? Wir werden es nie erfahren. Nicht bei mir. Ach so, die Gesichtsfarbe, damit ist der Teint gemeint mit E. Der Teint. Ja, natürlich. So, ich versuch's mal mit dem Fürwort. Jede. Ja. Geschäftliches Gedeihen. Oh, florieren war gemeint, natürlich. So, und damit fehlen uns wieder bloß noch zwei Buchstaben. Warmer Aufwind. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich könnte, also ich glaube nicht, dass da ein C hinkommt. Dann wäre das ein Czernik, keine Ahnung. Also, nee, Scirocco ist auch nicht irgendwas in der Richtung. Ein warmer Aufwind. Ah. Thermik ist gemeint. Eieiei. So, zigmal. Ja, okay, ja. Öfter. Also, wenn ich zu diesem Lösungswort etwas sagen darf, zigmal habe ich jetzt schon Kreuzworträtsel gelöst. Hier für YouTube, für ein paar Leute, die sich das angucken. Und zigmal werde ich das noch weiter tun, würde ich sagen. Solange, bis mich mein Bart zu sehr juckt und ich ihn abrasiere. Mache ich das jetzt wirklich? Mache ich das jetzt voneinander abhängig, dass ich sage, ich rasiere mir den Bart erst wieder, wenn ich keine Kreuzworträtsel mehr mache und dass ich keine Kreuzworträtsel mehr mache, sobald ich mir den Bart abrasiert habe? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das wirklich machen will. Ich glaube, ich rasiere mich demnächst mal wieder.
Ich finde das angenehmer. Oh, das ist. Ich weiß nicht, wie Leute mit Bart leben können. Ich finde das schlimm. Ich verstehe das einfach nicht. Oder man muss sich dran gewöhnen. Man muss dranbleiben, man muss es aushalten. Es mag nicht immer einfach sein. Hier noch ein paar motivierende Worte. Wenn ihr denkt, irgendwie ist das nicht richtig, bleibt trotzdem dran. Vielleicht ist es das ja am Ende doch. Ja, und damit bye bye, tschüss und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.